Ja, hallihallo, hier ist Martin Schäfer. In diesem Videotutorial möchte ich euch gerne mal ein bisschen was zeigen zum Thema goldener Schnitt beziehungsweise zum Erstellen einer Aktion, die auf beliebigen Bildern euch immer entsprechende Hilfslinien, Guides im goldenen Schnitt anzeigt. Bevor wir uns da jetzt zu Tode konstruieren und zu Tode rechnen, ist es eigentlich ganz einfach, das in Prozenten auszudrücken, wenn wir eine bestimmte Bildbreite haben zum Beispiel, dann wissen wir, dass 38,2% ist der erste goldene Schnitt und bei 61,8% entsprechend der zweite. Das Ganze gilt natürlich auch für die Vertikalachse. Und so könnte man jetzt ganz einfach Hilfslinien konstruieren. Da wir die vielleicht als Basis für unsere Bildgestaltung oder Fotografie, für den Beschnitt von irgendwelchen Fotos, aber auch Malerei, wie auch immer, Zeichnungen, Architektur, was auch immer, den goldenen Schnitt gerne verwenden möchten und nicht immer vorher schon wissen, welche Dokumentgröße wir jetzt tatsächlich haben, wäre es natürlich praktisch, dass wir, damit wir die Hilfslinien nicht immer von Hand irgendwo reinziehen müssen und uns zu Tode rechnen müssen, wo die jetzt genau hin müssen, eine Aktion aufzeichnen. Und dabei gibt es aber ein kleines Problem und das werde ich euch jetzt mal demonstrieren. Und zwar, wenn ich jetzt hier eine neue Aktion erstelle, nenne die jetzt mal nicht irgendwie um und gehe auf Record und möchte jetzt gerne eine neue Hilfslinie erstellen. New Guide. Gehe also extra über dieses Menü und möchte jetzt gerne bei 38,2% eine Hilfslinie, eine vertikale Hilfslinie setzen und klicke OK. Dann sagt er, ups, da müssen Pixel rein. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Das heißt, ich müsste jetzt ausrechnen, wie breit ist das Bild, müsste dann diese 38,2% in Pixelwert errechnen und das dann hier eintragen und so weiter und so fort. Ziemlich nervig und dann einfach nicht wiederverwendbar auf anderen Dokumenten. Deswegen ganz einfach der Trick, wir können, ich drücke mal hier auf Stopp, was diese Aktion angeht, mache das auch nochmal kurz zu. Wir können einfach diese Lineale umstellen auf Prozent, temporär zumindest. Das geht entweder der umständliche Weg über die Voreinstellungen. Dort gibt es dann diese Lineale, Einheiten und Lineale. Und da können wir die Lineale umstellen auf Prozent. Sieht man hier oben auch in der Vorschau schon, dass es jetzt umgesprungen ist. Das ist also die eine Möglichkeit. Und ich zeige euch einfach die beiden anderen noch, die es noch gibt. Ich könnte hier direkt auf das Lineal, wenn es denn eingeblendet ist, das kann ich über Anzeigen, wo sind wir? Rulers hier, Ctrl R oder Steuerung R, kann ich die einblenden. Und wenn die eingeblendet sind, dann kann ich mit Rechtsklick hier einfach auf Prozent umstellen oder wieder auf Pixel zurückstellen. Völlig egal. Und die dritte Möglichkeit ist in der Infopalette oder im Infopanel. Dort gibt es ja diese Panel-Optionen und dort kann ich auch als Ruler Units Prozent einstellen. Oder dann auch wieder zurückstellen. Also es gibt drei Orte, an denen man das relativ einfach umstellen kann. Gut, jetzt stellen wir das einfach mal hier um auf Prozent. Ich gehe wieder hier in meine Aktion, gehe wieder auf Aufnehmen und dann wieder im Menü über Neue Hilfslinie erstellen. Und jetzt kann ich tatsächlich hier Prozentwerte eingeben, zum Beispiel 38,2%, eine vertikale Hilfslinie, okay. Und dann machen wir gleich noch eine zweite, und zwar bei 61,8%. Okay, und jetzt können wir die Aufzeichnung mal stoppen und dann gucken wir hier rein und sehen sozusagen innerhalb der einzelnen Schritte, innerhalb dieser Aktion, dass tatsächlich Prozentwerte aufgezeichnet worden sind. Und das genau ist wichtig. Wir können nämlich jetzt völlig problemlos wieder auf Pixel zurückstellen, hier diese Lineale, wenn uns das lieber ist, zum sonstigen Arbeiten. Ich schmeiße jetzt mal diese ganzen Hilfslinien wieder raus, die wir erstellt haben. Und lasse dann einfach diese gesamte Aktion, die wir erstellt haben, ablaufen. Wunderbar, passt. Jetzt machen wir noch den Gegenbeweis. Ich mache einfach mal ein neues Dokument auf und mache mal völlig andere Dimensionen. Ich mache mal 600 mal 600 Pixel, also ein quadratisches Bild jetzt in dem Fall. Lass diese Aktion da drüber laufen und dann werden wir feststellen, wenn ich hier wieder auf Prozent umstelle,
einfach nur mal zum Gucken. Dann sehen wir, ah ja genau, da sind wir bei 38% und hier sind wir bei 68 Ungrad. Also er kümmert sich überhaupt nicht, wie groß jetzt das tatsächlich das Bild ist, sondern er nimmt tatsächlich die Prozentwerte, um seine Hilfslinien zu erstellen. Also das so als kleiner Trick. Und ihr könnt euch natürlich jetzt auf die gleiche Art und Weise auch noch die entsprechenden horizontalen Hilfslinien noch in diese Aktion mit reinpacken. Ja, relativ simple Angelegenheit. Ihr müsst also nichts irgendwie schwierig konstruieren oder so. Und habt gleichzeitig noch gelernt, dass das hilfreich sein kann, beim Aufzeichnen von Aktionen die Lineale umzustellen. Kann euch auch in anderen Bereichen von Aktionen dann mal hilfreich sein. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Sachen für Video macht, dann gibt es ja diesen Action-Save-Rahmen und es gibt einen Title-Save-Rahmen, den man sich vielleicht, während man das Bild hier in Photoshop gestaltet und baut, möchte man die sich gerne anzeigen lassen, dann kann man sich eben entsprechende Rahmen auch anhand der Prozentwerte in einer Aktion erstellen. Gut, das war's schon gewesen. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.